Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Wir machen weiter auf der Karte Emo Thüringen 2.0, Version 2.0.0. Wir werden mal fleißig hier verteilen. Das könnte zwar der KI auch machen, aber ich möchte auch in Arbeit haben, nicht? Und einmal dumm und hinherfahren, das kann ich auch. Ja, wir haben noch Regen, ne? Leider. Ich glaube, der andere Furzi fährt nicht mehr. Auf Feld 28. Ah, lass mal laufen, ist egal. Ich fahre den hier alle zurück irgendwann. Ich bin schon wieder da, ne? Junge, Junge. Da stehen bleiben. Und weiterfahren. Ja. Sonst haben wir hier vorne einen großen Berg. Ne, das ist schlecht. Oh, die Sonne scheint, aber wir haben Regen. Da wäre der nächste voll. Ja, da gibt es eine schöne Menge hier. Können wir ja fleißig zum Silo fahren, also zum BGH. Das ist ja nicht um die Ecke, ne? Was ich mir am besten hinkriege, mit Rampe oder irgendwas, muss ich einfallen lassen. Im Grunde einer meiner Überladewagen kann der Silage fahren. Und da stelle ich mir so vor, da die 3, 4 nebeneinander. Und dann füllen die sich automatisch alleine auf. BGH über den Tag. Und wenn wir alle leer sind, dann fahre ich mit einem los und macht immer voll. So über das Tag verteilt ist dann entsprechende gute Auslastung. Aber mal schauen, noch ist nicht so weit. Der erste Silo ist ja gerade mal angefangen, ne? Der Regen hat aufgehört. Und sobald es trocken ist, geht es los mit der Ernte. Ne? Aber das ist heute, ist abends. Das wird nicht mehr trocken heute. Dann kommt die Nacht, dann kommt die Tau, dann morgen Tau. Ne? Na, heute wird nichts mehr. Morgen, mal schauen, morgen ab 10 Uhr, 11 Uhr, so war es früher mal gewesen. Hast du auch gesehen, wenn sie gewartet haben auf die Ernte, beginnen konnten. Wird dann alles per Hand geprüft, ne? So wie heute macht die Maschine teilweise noch, ne? Schon. Ich meine, so ein Doku gesehen hier mit Case. Also der erkennt genau, wie feucht das Ding ist, ne? Das ist Wahnsinn, was die können schon. Oder die
die Geschwindigkeit stellen die sich ein nach der Dichte des das Getreides. Also ein großes Samenkorn, viele Halme wachsen und sehr dicht gewachsen ist, dann ist es so, dass der Maschine langsamer fährt, um das alles entsprechend verarbeiten zu können. War in den USA so ein Feld, da haben sie bewässert. Optimales Klima, sei mal so vorsichtig, 2 Ernten im Jahr, aber halt nur Bewässerung, ne? Weil dann zu trocken wäre. Entschuldigung. Oh, jetzt. Ne, jetzt geht Probleme. Oh, ja, jetzt geht die Probleme los. Oder? Erstmal Platz machen. Na, läuft doch wieder. Oh ja. Einer kommt aber gleich. Wieder. Wie gesagt, wenn die irgendwo wenden, gibt es meistens wohl bis jetzt zuletzt. Muss ich sagen, in mehreren Folgen gab es keine. Nehmen wir ganz stark an, wenn die zum Anfang des, wenn er über Schräge ist, wenn er schräge ist, also extrem schräge und der Häcksler weit zurückfahren will und der andere nicht mit klarkommt, dann ist es meistens, muss ich mal ein Feld wählen, was ein bisschen nächstes Mal günstiger geformt ist, so wie die 60 zum Beispiel, das ist ein bisschen optimaler, ne? Hier hat er die, ja, normalerweise in dem Bereich hier, wo so schräge war, da war hier entsprechend auch schräge. Und dann ist er weit zurückgefahren. Vielleicht muss er hier, dann würde er hier auch schräge haben, aber weiß man nicht genau. Also auf 12 wäre also total ungünstig, von der Form her. Hier bei 60 wäre gut. Oder die 49 geht auch. 48 wäre überhaupt nicht geeignet. Oder die 54. Hat wäre eigentlich ein super Feld für sowas, ne? Solange das Symbol in der Wolken da ist, mit dem Wassertropfen und der Pflanze, ist das Ganze so nass. Ohne Kursplay wird schon wieder gehen, das Ernten. Aber mit Season geht es nicht, also meine Season. Weil Season sagt, ist zu nass, geht nicht. Und ist ja auch so. Zum einen, Maschinen mögen das nicht, die verkleben. Und zum anderen muss das Saatgut dann getrocknet werden und das kostet dann ja, Energie, ne? Das schmälert den Gewinn. Und wenn das Saatgut zu nass geerntet wird, dann wird das irgendwann eher schlecht. Dann freuen sich die Pilze. Das ist ja ungenießbar. Auf gut Deutsch. Ganz wegschmeißen. Bestenfalls für die BGH nehmen. Ne? Wieder einer da. Ne? Ah, kommt gleich. Muss auch stehen bleiben, dass er vorne abkippt. Ah, wo ist er? Ah, oh, da kommt er schon.
So, hier musst du immer kurz stehen bleiben. Fahren, verteilen. So, den gehen wir leicht zurück. Okay. Na ja, gut, ah, nee, anders. Anders, und zwar über die Garage. Und zwar wieder die Fahrzeuge. Dann können wir den zurückgeben. So, wo ist Maus? Für mich ist deswegen wichtig, wo die Maus ist, wegen Lenkung. Wenn die Maus hat, wenn die Fahrzeuge. Neue Fahrzeuge minus. Wenn jetzt meine der Mauszeiger auf einem anderen Bildschirm ist und ich klicke zufälligerweise an, dann ist sofort die Lenkung, die Spannung raus. Und dann gibt's, ja, den muss ich wieder aktivieren, heißt den USB-Stecker ziehen, Stecker ziehen und wieder einstecken. Klappt beim ersten Mal nicht, beim zweiten Mal klappt es dann meistens. Ne? Und dann stockt die Chose ein bisschen. So, jetzt haben wir Probleme mit Jaguar. Unser Hexter macht Probleme. Hatte oder hat. Hatte. Noch eine Stunde. Naja, gut. Da hätten wir es angefällt schon. Ist ja noch heftiger zu tun, ne? Naja, gut. Über Nacht, denke ich mal, so lange wie wir sehen können, ja mal Sommer. Wenn wir noch 5 weiterspielen, und dann schauen wir das mal sehen danach. Ja. Ich will mal ganz kurz schauen. Oh, das war im Grunde schlecht. Weil er jetzt, naja. Tank zum Glück nicht leer. Was denn da drin auf Feld? Wir wären mal auf Feld Nummer 60 fahren. Doch noch kurz einfahren. Löschen. Und zwar, wir fahren am besten. Weil im Grunde jetzt kein anderes Fahrzeug mehr, wo ich möchte ja auch nicht, dass mal in Zukunft, wenn da mal andere Fahrzeuge noch fahren, dass sich keiner entgegenkommt. Das ist das einzige Problem dabei. Ach, das Stroh ist weniger geworden. Ich denke, was ist denn das? Ist das so wenig? Ich war im Regen. Na, dann lasse ich mal stehen. In dem fahren wir jetzt nicht. Wir haben noch 2 Felder. Das sehe ich gerade. Das ist ja hier nur ein Klacks, was vorher war. Ja gut. Was macht der Wettervorhersage? Kriegen wir wieder Regen? Heute trocken. Freitag, also morgen früh wieder Regen. Naja, das sieht gar nicht mal so gut aus. Wie viel Stroh haben wir schon überhaupt? Lager.
Naja, 500.000, das wird schon eine Weile hinkommen. Zum Einstreuen brauchen wir sowieso nichts machen, wir kriegen ja nichts raus. Und naja, und zum Futter wird es reichen. Das ist natürlich jetzt, naja, gut, ich habe mich dann gedacht, aber das ist halt so, ne? Bei Ziesen ist das dann entsprechend weg. Irgendwann. Aber gut. So, liebe Zuschauer, das soll es für heute gewesen sein. Ja, Strobe weniger und die Folge ist zu Ende. Dann sagt mal Tschüss und winke, winke. Und hören uns nicht dann vielleicht in der nächsten Folge. Ich danke mal fürs Reinschauen. Tschüss.